Schön, dass er wieder hier vorbeischaut bei Minecraft. Gut, den Inventory-Sensor habe ich mittlerweile gekraftet. Und ich glaube auch soweit verstanden. Deswegen wollen wir den mal kurz abbauen, dann werde ich das nochmal testen. Hoppala. Ob der wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ob es überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hier auslesen können, ob da was drin ist. Ich schließe mir mal irgendwo an. Ist rein theoretisch egal wo. Und fragen einfach ab. Hier mal einen Block. Ist das kleiner als wie 1? Oh, also fang an, wenn das kleiner ist wie 1 ist. Und hör auf, wenn es größer als wie 3 ist. Wie viel ist da drin? 4. Alle rausnehmen, ist er an. Machen wir mit Stein. Wenn wir jetzt mal hier Stein reingeben. Hat er hier? Oh, hinten hat er. Ja. Hinten hat er dann dieselbe. Non, nee, das war's. Also. Er hat Strom. Also jetzt bin ich genau hier in der Wildnis oder wieder drin. Okay, das heißt, ich muss hier sowieso mal den Claimer noch. Das läuft gut. Heißt, so ganz verstehe ich den Typen jetzt nicht. Emits Redstone Signal based on the number of items in the Inventory Panel Network. Muss dann hier noch das Dings rein, gell? Sonst wird das nicht kennen. Das wird das Problem sein, wahrscheinlich. Da muss noch so ein Upgrade rein. Sollte ja vielleicht nicht das Problem sein. Wir mal gucken. Weil er ja sonst nicht reinschauen kann. Hoppala. Das nochmal, wenn wir jetzt hier dann sagen. Von denen her ist es ja rein theoretisch egal, oder? Wo wir es reinlegen, Inside war Expert, genau. Müsste ja den Strom erkennen. Redstone. Stein. Echt die Frage. Insert. Er kriegt dann noch immer das Redstone-Signal. Rückfragen ab. Stein. Starte, wenn kleiner ist 3 und stoppe, wenn größer ist 3. Eins, zwei, drei, vier. Zack, müsst ihr nochmal aufhören, oder? Bin ich dumm. Da, ja. Oder muss dieses Sensor-Dingsbums da? Aber mal in and out machen und das rein. Start, wenn fahren, also 10 und 30, egal. Und die macht aber gar nichts. Ist ja gerade das Problem, was ich habe. Na, kommst du rein, du? Da an. Weiß, macht das jetzt irgendwie auf Kisten oder? Sagen, das hier, bitte an. Meine über 30 bis heute wieder ausgehen. Okay, das macht er auch. Mitte der Best Number auf in an Inventory Panel Network. Inventory Panel. Inventory Panel Network. Okay. Inventory Panel Remote. Das ist mir klar. Inventory Panel Network. Braucht da so ein Sensor Panel? Okay, dann versuchen wir das anders. Wenn das nicht klappt, kommt da mal das Modul wieder raus. Du weg. Du weg. Und versuchen mal mit den anderen.
Ist ja nicht der einzige Mod, der das kann. Es gibt ja hier auch noch diesen Inventory-Checker. Nehmen wir den. Vielleicht macht der mit. Ich weiß es ja auch nicht. Irgendeiner wird schon helfen. Funktionieren. Im schlimmsten Fall kannst du immer mit dem Inventory Manager machen. Weil hier ist zum Beispiel das Blaze-Dingsbums schon wieder leer. Das ist Büro-Dingsbums. Wie gesagt, das muss ich immer darauf achten. Ja, es fehlt Redstone, logisch. Es braucht auch Redstone. Das ist nett. Ich weiß nicht, kann ich den so auch markieren? Ja, geht. Und hier disabled. Slot 0. Das ist natürlich die Frage, was ist da für ein Slot? Wahrscheinlich 0, oder? Oder ist das 0? 0, 1, 1, 0, 0, 1. Amount 1. Ignoriert. Und dann gibt auch ein deutsches Redstone-Signal aus, oder? Wenn ich so drin? Ja. Dann ist das so. Natürlich ein Redstone. Haben wir hier noch einen Redstone? Nein. Hier haben wir Blöcke. Gib mir mal Redstone. Gibt kein Redstone aus. Beim wir hier sagen Slot 1. Ja, eindeutig ist die Frage, was so ein Redstone ausgibt oder nicht. Set the number of items. Frage ist, wenn ich jetzt hier 10 rein tue und hier 0. This logic block. Give a redstone signal if the amount of items in a. Also, wenn genau das drin ist. 9. Dot 0, nein. Dot 1. Au. Oh. Dot 2. Au. Es ist schwierig, es ist schwierig. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier. Dann testen wir das halt mal hier draußen. Echt, das ist katastrophal. Wir sagen hier mal eine Kiste. Ist die Frage, ist das der Output oder nicht? Das ist schon mal die wirkliche Frage. Dann wir sagen mal Slot 0. 1. Slot 0, 9. Gut. Achso, hier müssen wir noch definieren, was, oder? Ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Beide. Und dann normalerweise. So, genau. Das heißt, ist mit 9 drin im Redstone-Signal. So, gucken wir jetzt mal so, schauen, dass wir es sehen. 6, 7, 8, 9. Redstone-Signal. Auch wenn mehr drin sind. Nicht? Gut. Also funktioniert schon. Man muss halt nur definieren. Gut, gut, gut. Es muss mehr als wie 1. Das heißt. Gott. Scheiße. Komm wieder runter. Lass mal runter. Wir werden das jetzt umbauen hier. Und zwar werden wir jetzt sagen, den Filter hier raus. Das weg, das weg, das weg. Oh, nicht der Stein. Jetzt der Energiekabel hier unten hin. Da fehlt natürlich noch einer. 5000er, ich brauche den anderen. Ich brauche einen 600er, glaube ich, über das, oder? Energy. Da, 600er, genau. Und zwar. Dann hier nochmal hoch, genau. Dann können wir hier hinten den Energieblock hinklatschen, ne? Na, hier ist auch blöd, warte mal. Hier oben und hier oben. Genau, da können wir den klatschen. Sagen mal das, damit er arbeiten kann. Und sagen hier bei den Typen, Input ist unten. Und zwar ist dann hier, wenn wir Item Pipes nehmen. Hier und hier müsste eh schon sein. Aber der verbindet sich nicht, oder? Nö, nicht. Ah. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt, oder? Verbindet das sich schon, aber auf der Vorderseite? Du kannst mal weg. Du kannst auch weg. Mal weg hier den ganzen Mist. So.
Das ist jetzt Item Conduit. Das Item Conduit, die verbinden sich nicht, weil keine Lust haben oder was? Doch, jetzt geht's. Okay. Dann Energie brauchen wir jetzt hier. Da, da, da. Und eine noch unten. Das heißt, wir könnten hier eine Energiebalb noch. Energiebalb. Eine 600er. Dann haben wir, dann können wir das da unten verbinden. So. Ja, dann kriegen sie alle unten Energie. Passt. Perfekt. Gut, gut. So, dann müssen wir hier. So. Und dann rein theoretisch, wenn man es genau nimmt. Ah, okay, das geht dann. Doch, das geht dann schon. Er muss hier hin. Zwar so, dass der Output hier hin zeigt. Und du arbeitest nur, solange du ein Redstone-Signal kriegst. Zack. Also er hört jetzt auf zu arbeiten. Und du fragst ab, ob in Slot 0, das ist natürlich wieder die nächste Frage, ist das Slot 0 oder nicht? Kommst du mal weg hier. Freunde, als das Signal. Und zwar das hier. Mehr als wie einer. Ist natürlich die Frage, ob der das überhaupt abfangen kann. Slot 1. Slot 2. Oder ob der wirklich nur eine Kiste abfangen kann. Rein theoretisch wäre das ja Slot 1. Oder 0, normal, um genau zu sein. Büro, da ist Hammer. Haben wir zwei drin. Können wir da rein theoretisch noch sagen, das müsste ja hier sein. Wir hier noch den blauen Slot geben. Fangen 0. 1. Macht dann nichts. 1. Auch nicht. 2. Das müssen wir wirklich die Kiste abfragen. Slot 4. Sternchen. Kann er das vielleicht? Ignoriert er. Okay. Das heißt, die Maschine können wir mal nicht abfragen. Ja, gut zu wissen. Zumindest nicht, soweit ich wüsste. Dann fragen wir halt einfach die Kiste ab. Haben wir da Kiste hier? Passt eh schon so gut. In Slot. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Im letzten Slot. Das ist dann in dem Fall. Oder in der ersten. Nehmen wir erst. Blub. Was tun? So. In 0. Slot 1. Wenn 0. Slot 1 ist. Von. Jo, das. Im Rest das Signal aus. Er hat ein kurzes Signal ausgegeben. Und nur ein kurzes. Weil, okay, das wäre auch vielleicht noch eine Möglichkeit, warum es nicht geht. Weil er vielleicht nur so ausgibt, das Redstone-Signal. Okay, deswegen hat das da auch vielleicht nicht funktioniert. Und testen wir das nochmal. Das ist ja echt ein bisschen. Ja, okay, man muss dazu nichts sagen. Was kann ich das da drehen, wenn es dann erst wieder nur so drehen kann, dass es nur in eine Richtung geht? Vielleicht geht's ja. Mal gucken. Einmal jetzt ein Signal. Ist das 0, ist mehr als wie 1. Wenn wir mal rausnehmen, ist nichts dran. Ja, das wäre eigentlich schon unser Dings gewesen. Und jetzt müssen wir das Ganze noch hier rüber transportieren und fertig. Das heißt, wir brauchen noch drei Redstone und dann haben wir es. Der kriegt nochmal ein Redstone-Signal, oder? Oder auch nicht? Nein, nicht, weil der hier ein Redstone-Signal nimmt. Das können wir aber. Ich glaube, das können wir umbauen. Und zwar haben wir ja hier Red Alloy Conduit, also Redstone Conduit da.
Ich weiß nicht, ob der das direkt aufnehmen kann, aber im Normalfall, warum nicht? So, nett. Den nehmen wir mal. Hier kommt Sand rein. Nee, das passt ja irgendwie nicht, oder? Habe ich das abgebaut? Schade nicht. NDO-Filter abgehört. Vielleicht mal so machen. Den da weg. Der ist dann Insert und zwar richtige Sand. Genau. Das heißt, jetzt müsst ihr hier Sand rausnehmen. Hat er dann haben wir mal das. Und jetzt sind wir hier noch das Redstone dazu kriegen. Und zwar. Wie können wir das am besten hier dran? So, genau. Wieder falsch. So. So. Macht da. Und den da. Können wir den da. Machen wir dann einfach. Disabled. Das geht aber nicht. Wie kann man den da wegtun? So, genau. Ich muss mich damit erst ein bisschen auseinandersetzen. Da. Gut, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir noch keine Energie haben. Das heißt, du mal weg hier. Gut, jetzt habe ich natürlich den Craft auch weggetan. Ach Gott. Das passt. Die Filter hat er nochmal noch. Ja. Gut, okay. Dann alle Blacklisten aus dem ersten Slot. So. Passt. Redstone Hammer. Dann kommt hier natürlich das rein. Das da. Und wenn wir jetzt hier mal. Jetzt arbeitet der rein theoretisch. Oder würde arbeiten. Das nicht wäre. Wenn wir Sand hätten. Jetzt hier Sand reinklatschen. Müsste der ja hier Sand kriegen, oder? Insert Sand. Da hinten. Macht er nicht, weil. Der hier nicht verbunden ist. Warum ist der hier verbunden? Warum ist das eigentlich so buggy? So, jetzt. Genau, jetzt würde arbeiten. Wenn wir jetzt hier sagen würde, es ist kein Profil mehr drin. Macht er den Schritt fertig und mehr nicht mehr. Oder? Noch ein. Der arbeitet nicht, weil er keinen Strom kriegt. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen Strommangel. Mal kurz gucken. Stromleitung hier. Das heißt, Strom kriegen ja jetzt normalerweise ja trotzdem alle, oder? Nee. Irgendwie häng ich fest. Macht das wieder alles viel zu kompliziert, ja, aber okay. So. Der und der kriegt Strom da oben. Der braucht keinen Strom hier. Weg. Der braucht auch keinen Strom. Also das sind jetzt nur die unteren. Das heißt, wir können hier unten hier einfach den Block hinhauen. Netzwerk wählen und fertig. Jetzt werden alle arbeiten und der dürfte rein theoretisch nicht arbeiten. Er dürfte nicht anfangen, genau. Weil ihm Pyrophium fehlt. Wenn ich jetzt hier mal. Okay, das müssen wir natürlich eh dann noch anpassen, alles. Wenn ich hier mal Pyrophium reinklatschen würde, würde er hier wieder arbeiten. Gut. Die Frage, haben wir hier ein Input? Nein. Wir müssen oben. Sagen wir oben und sagen wir Input, oder? Unten, ja. Und Insert. Das hat er und bei Rufen, genau. Das heißt, jetzt bleibt er stehen, macht er nichts. Haben wir das rein. Müsste er ja gleich anfangen. Der hat Kapuston genommen, weil wir allerdings haben. Genau, fängt er wieder an. Gut. Was? Das heißt, wir haben so ein bisschen Notsicherheit, dass er wieder abschalten kann. Und die Kiste sollte dann später ein Interface sein. Also das sollte ja nicht unbedingt die Kiste werden oder bleiben. Sollte ein Interface werden. Wollen wir mal ein bisschen beschleunigen? Wenn er mal fertig wird hier.
Gott. Komm, gib Gummi, ey. Warum braucht er so lang? Okay, der hat immer gleich viel. Ist egal, wie ich beschleunige. So, und jetzt haben wir hier schon überflüssiges Reste, was wir rausnehmen können. Eigentlich kann man alles rausnehmen. Anderes Zeug. Und so haben wir jetzt schon Reste generiert. Wahrscheinlich mehr generiert, als wir jemals brauchen werden, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. In der nächsten schon mal weiter mit der ganzen Anlage hier noch ein bisschen verbessern, umbauen und dann sind wir. Also bis dahin, viel Spaß.